Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute Lust auf ein schnelles, aber feines Get Ready With Me. Deswegen bin ich auch noch ungeschminkt, weil ich habe so ein paar neue Sachen, die ich jetzt unbedingt mal ausprobieren möchte. Die habe ich mir jetzt so zurechtgelegt. Und ja, genau, wie gesagt, ich habe noch nichts auf dem Gesicht. Noch überhaupt gar nichts. Und ich habe eine neue Palette, die ich jetzt gerne austesten will, von Jeffree Star, die Androgyny Palette. Ja, die möchte ich gerne ausprobieren, weil gestern kam die an. Und tada! Tolle Farben, wirklich. Und ja, genau. Fangen wir einfach jetzt an. Ich nehme den Revlon Photo Ready Perfection Primer. Den habe ich mir bei Amazon gekauft für 8,50 Euro. Der ist, bis jetzt finde ich den ganz gut. Der sieht so aus. Wie gesagt, Revlon gibt es ja so nicht mehr in der Drogerie. Und damit verteilen wir mal den Primer im Gesicht. Genau. Der riecht ein bisschen seltsam, aber eigentlich verfliegt es ziemlich schnell. Ein bisschen zurück. Genau. Eigentlich verfliegt ja ziemlich schnell der Geruch. Aber der macht halt die Poren. Die Poren so ein bisschen, tut er ein bisschen verkleinern. Den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und genau, so, währenddessen der jetzt einzieht, pudern wir kurz die Augenlider ab. Und zwar mit dem Essenspuder. Dass das hier so ein bisschen abgepudert ist. Ein bisschen abgepudert ist, ja. Genau. So, hier, dass das fettfrei ist. Die Augenlider. So, dann kommt die Base. Und zwar nehme ich da diesen Color Tattoo. In, wie heißt der? Creme de Nude. Und damit prime ich mein Auge. Ich finde die eigentlich ganz gut, diese Base, aber wie gesagt, man muss es doch mit Puder setzen, weil es doch etwas klebrig ist. Leider Gottes ist der sehr, sehr klebrig. Also nicht so wie Painterly oder so. Aber ist in Ordnung. Der hat auch schon eine ordentliche Kuhle. Ich benutze den sehr oft in letzter Zeit. So, jetzt sette ich das Ganze wieder mit Puder. Das ist sehr wichtig, dass man das settet, weil ansonsten wird es ein bisschen komisch. So, sette ich das einfach mal. Genau, und dann hält auch der Lidschatten wirklich den Tag über Stand. Und dann ist das alles in Ordnung. Dann nehme ich die... Und dann schminke ich erst die Augen und dann das Gesicht. Ja, das mache ich vielleicht. Dann kommt meine wunderschöne Palette zum Einsatz. Und dann nehme ich Safe Word. Das ist so eine Transition Color. Also eine quasi ein für die Crease, so eine Farbe für die Vorbereitung quasi. Ich sage halt immer Transition Shade. So. Also, alter Verwalter, das ist natürlich echt eine Pigmentierung, die mich gerade echt aus den Socken reißt. Und das Beste ist, alle Produkte von Jeffree Star sind vegan und tierversuchsfrei. Das finde ich richtig gut. Genau, jetzt kommt
Fetisch oder ein Rogini? Nehmen wir ein Rogini. Bisschen abtupfen. Ein Rogini gebe ich mal hier. Hier auf. Mann, oh Mann, diese Farben, ne? Butterweich. Butterweich, das fühlt sich so wie ein Streicheln an. Oh, ich liebe das. Diese Palette ist der Knaller. Mmh, wunderbar. So, dann nehmen wir... Was nehmen wir? Fetisch? Oder Dometrics? Fetisch, etwas Fetisch. Hier am Außenwinkel. Wow, guckt euch diese Pigmentierung an. Leckt mich am Zückerli. Ist das nicht toll? Meine Güte, ist das eine Pigmentierung? Ja, leckt doch die Welt am Arsch. Sorry, aber es ist doch so. Meine Güte. Dann nehme ich Poison. Poison und Smell. Ich glaube, ich tue die mischen. Die zwei Farben mal, dass ich da ein bisschen am unteren Wimpernkranz. So ein bisschen Farbe. Und das wird ja von Jeffree Star als eine neutrale Palette bezeichnet. Also ein bisschen wie die andere, also quasi so ein bisschen natürlicher, so wie die andere, die Killer Star. In was für eine Farbe gehe ich jetzt rein? Ich will ein bisschen Schimmer haben, gehe ich in Frosting. Ja, yeah, das geht richtig ab jetzt. Frosting, Frosting, Frosting. Boah, yes. Das gebe ich mir auch noch hier hin. Obwohl, ne. Das ist nicht so gut. Naja. Ein bisschen Glitter und Glamour unter die Augenbraue. Oder ich mache das. Oder ich nehme hier raus. Habe ich ein bisschen was Mattes. Dass das besser ist. Ja, genau. So ein bisschen absoffen das Ganze. Genau. Ein bisschen verblenden noch. Ja. Ich glaube, ich nehme noch was von diesem dunklen Frauenton. Das... Boah. Ein bisschen ist gut. Das ist ein bisschen arg dunkel, ne? Jawohl. Das ist meine Ansage. Jawohl. Wahnsinn. Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt geht's mit dem Gesicht weiter. Wie gesagt, ich schreibe alle Produkte unten in die Infobox, weil das bringt jetzt nichts, alles hier jetzt dann zu zeigen. Das ist not good. Gerade spinnt meine Haut auch irgendwie ein bisschen rum. Zurzeit ist es nicht so pralle. So. Ich finde diese Foundation wirklich gut, muss ich sagen. Und das ist
eine ziemlich gute Foundation. Eine ziemlich gute. Gott, ich sehe aber aus bei dem Licht. Mein Gott. Boah, ich habe schon lange keine Foundation mehr aufgetragen vor der Kamera, ich merke es. Ich kann das gar nicht mehr. Es gab schon lange nicht mehr, aber jetzt hatte ich irgendwie Bock, mal ein Full Face zu schminken. Gibt es ja auf meinem Kanal eigentlich zuhauf. Also was heißt zuhauf, aber es gibt es ja eigentlich auch. Ich habe es lange nicht gemacht. Es war irgendwie die Inspiration von anderen. Ja, jetzt kommt mein Concealer zum Einsatz, auch von Catrice, der Liquid Camouflage. Ja, der geht auch langsam leer. Ja, der geht wirklich leer. Naja, das nächste Video wird mal aufgebraucht sein. Wie gesagt, das das steht schon in den Startlöchern. Mein aufgebraucht. Weil die Tüte, die quillt nämlich langsam über. Das ist einfach. Nicht mehr schön, wie das überquillt. Gott, ich kann das nicht mehr vor der Kamera. Das sieht irgendwie heute gar nicht aus. So. So, jetzt werde ich geschwind meinen Concealer setzen. Mit dieser Get Ready und der hellen Farbe. So. Dann kommt ein neues Puder zum Einsatz. Dieses 18 Stunden Made to Stay Water Resistant Mattifying von Catrice. Und den Pinsel. Oh Mann. So. Kreuz hier weh. So, dann holen wir mal meinen Augenbrauenstift, damit ich nicht mehr aussehe wie Hula. Wie Hula Hula hier. Erstmal anspitzen. Oh. So, jetzt das bisschen da die Augenbrauen. Oh Gott, Augenbrauen vor der Kamera, das ist. Oh je, meine, das geht schief. Wie gesagt, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Oh, alter Schwede. Ja, hupsa. Also irgendwie sieht es doch komisch aus, oder? Oh Leute, verzeiht. No, das geht nicht gut. Oh mein Gott.
Ah ja, so geht's. Oh Gott, Hilfe. Schlimm heute. So, dann kommt die Wasserlinie dran. Ach nee, halt gerade. Mit diesem Make Me Brown. Tue ich das noch nachzeichnen? Ich muss mir den auch wieder nachkaufen, meinen Augenbrauenstift. Und das auch, weil das jetzt overall, weil wieder leer geht. Oh mein Gott, ich liebe den. Ich liebe den total. Okay, dann machen wir weiter mit der Wasserlinie. Dann nehme ich den von Essence. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Okay. Dann versuche ich mich an einem Eyeliner. Oh Gottes Willen, oder soll ich es lieber lassen? Naja, ganz. Ich mach's ganz zart. Oh Gott, das klappt wieder nicht. Oh. Okay. 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 Wie es noch schlimmer wird, hören wir lieber auf. Also es ist aber auch heute wirklich. Jetzt kommt die Mascara zum Einsatz. Mann. Oh Gott. Mein Gott, ich habe richtig lange Wimpern bekommen. Von diesem Wimpernserum aus der Glossy Box. Echter Knaller. Jetzt nehme ich eins von Amazon. Das teste ich aber gerade noch. Deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Das benutze ich erst so kurz. Aber da werde ich dann noch eine Review zu machen. Aber das aus der Glossy Box ist halt nach 2 Monaten leer gegangen, leider. Ja. So, dann müssen wir noch konturieren. Da nehme ich die Get Ready Picture Palette von Essence. Da nehme ich den mittleren Ton. Oh Gott. Konturieren vor der Kamera. Scheiße. Irre. Ich bin irre. Ja, das weiß immer noch keiner. So sieht das Ganze nicht mehr ganz so Edward Cullen-mäßig aus. Dann nehme ich von Catrice einen Blush. Und dies ist die 090 Mandarin. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Catrice wechselt alle Furz Sortiment. Da weiß man nie, was da noch ist und was nicht ist. Aber ich glaube, sowas ähnliches haben sie wieder reingenommen. Bin mir nicht sicher, ob der noch da ist oder nicht. Mm.
Aber ich finde den eigentlich ganz schön, den Blush. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben. Wenn er nicht mehr da ist, dann verstehe ich es nicht. Also der ist echt schön. So, dann, oh, diese nassen Haare, ja, ich muss die noch föhnen. Dann nehme ich von Jeffree Star, ja, meinen Skin Frost Peach Goddess. Also hier an der Kamera kommt er gar nicht so pink rüber, wie er eigentlich ist. Und der sieht so aus. Der macht einen Glow vom Feinsten. Ja, das ist echt, echt der Knaller. Aber der kam vor der Palette. Ne? Also nicht, dass es jetzt heißt, ich hätte den jetzt mit der Palette bestellt. Und der macht halt so einen wunderschönen Glow. Die sind aus einer ganz, 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 ganz speziellen Formulierung. Von daher sollte man den nicht fallen lassen, sonst ist er kaputt. Man sollte wirklich vorsichtig sein. Ach, was für ein Glow. Hello! Wow. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Das ist mein Schätzchen. Und so sieht die Verpackung aus. Da steht, ist auch vegan, cruelty free. Und da steht noch, you better glow bit. Es steht da wirklich. Ja. Jeffree Star ist genial. So, jetzt kommt die zweite Schicht Mascara noch. Genau. Und wir betonen noch die Lippen. Mit diesem Lipgloss, Matte Long Lasting Lipgloss von Essence. Der ist eigentlich gar nicht so matt, aber ja gut. Ein bisschen, ein bisschen. Oh, ich liebe das. So. Tada! Das ist der fertige Look. Ja, mit meiner wunderschönen Jeffree Star Erogeny Palette. Wahnsinn. Und die Verpackung, die ist riesig. Die brauche ich in 100 Jahren nicht auf. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe so lange drauf gewartet. Wirklich toll, 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 toll. Mein neues, 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 neues Schätzchen. Ja. So, der Look ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Es war ein bisschen chaotisch, dieses Video. Aber ja, es war ja immer so, immer so komisch. Also das Puder fühlt sich sehr gut an bis jetzt. Ich werde berichten. Ja, auch der Primer ist nicht schlecht. Wie gesagt. Und dann hoffe ich, der Look hat euch gefallen und auch das Video. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Da kommt dann mein Aufgebraucht, weil meine Tüte, wie gesagt, ist sehr voll. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.